So, ich bin ganz aufgeregt, ey, mein erstes Battle Round. Lass anfangen. Moin, ich bin ganz fickerig, jetzt darf ich auch endlich mal sowas mitmachen, hör mal. Also so schön. Ins Leben gerufen wurde das Ganze natürlich von der Knife-Lounge. Genau richtig, von der lieben Maxi. Und zwar hat sie den Aufruf gestartet, dass da so ein paar Messer sind, die gerne mal die Runde machen sollen, ne? Oh, und da habe ich natürlich gleich ganz laut hier geschrien. Wir schauen uns dann heute gemeinsam das Maximo an. Es ist klar, ne? Ist nicht mein Messer, es ist mehr Vorstellung als Review in dem Fall. Es sollen sich ja auch noch andere an dem schönen Stück erfreuen dürfen, nicht? Genau. Designt wurde das gute Stück natürlich von Bob Terzula. Der ist natürlich bekannt dafür, für seine eher taktischen Folder hauptsächlich, aber natürlich auch für Sachen wie dem Tech-Lock, das er entwickelt hat, und dem Umstand, dass er mit Paul Walker zusammen die ersten waren, die Titan für Taschenmesser benutzt haben. Saucooler Typ, schon ewig lange im Business. Das kann doch eigentlich gar nicht mal schieflaufen, ne? Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lang drum rum. Wir schauen uns das Messer an, denn dafür sind wir hier. Und wir legen einfach los. So, da haben wir das schöne Stück. Gar prachtvoll, möchte ich meinen. Aber was haben wir denn genau? Ist es noch Drop-Point? Ja, doch, das ist noch eine Drop-Point-Klinge, keine Spear-Point-Klinge. Wir haben eine Drop-Point-Klinge mit Flashliff und Stonewash-Finish. Auf der Showside haben wir eine schöne schwarze Mikata-Platte mit eingefrästen Frag-Plättern. Auf der anderen Seite dieselbe schöne Musterung und wunderbaren Titan. Dazu haben wir einen Deep Carry Pocket Clip, der leider nicht umsetzbar ist. Ein schönes Gebimseloch sowie ein Titan Backspacer und ein Carbid Glasbrecher. Das ist mal eine Menge, oder? Die Action ist angenehm snappy. Für mich sehr viel Sinn ergibt, da wir hier ein eher robustes, taktisch anmutendes Messer haben. Beide Pins funktionieren super für Daumen und Mittelfinger. Der Flipper an sich auch, ist mir persönlich aber ein bisschen zu klein und ein bisschen zu spitz. Die Klinge fällt nahezu von selbst ins Heft und Spiel haben wir auch keins. Wunderbar. Stahl haben wir hier. Wie könnte es anders sein? Mein Liebling, M390 Böhler. Was soll ich dazu noch sagen? Ich habe es schon tausendmal gesagt, ich liebe das Zeug, ne? Schön schneidfreudig. Schnitthaltig, so heißt das. Gut zu schärfen, nimmt eine unglaublich feine Schärfe an, hält die, wie gesagt, super, rostet die nicht weg. Das ist einfach, ich liebe das Zeug. Punkt. Schneidfreudigkeit. 4,01 mm Klingenmaterial, ausgeschliffen auf 0,62 mm hinter der Phase. Das ist jetzt natürlich kein super Slicer, ne? Versucht es aber auch nicht zu sein. Wir haben hier ein robustes Messer, das definitiv schneidet und das auch gut. Gar keine Frage. Das macht Laune. Ergonomie. Die Handlage von dem guten Stück ist super. Es wirkt auf den ersten Blick tatsächlich größer als es ist, aber dennoch passen alle vier Hotdog-Finger auf den Griff. Und durch den abgewinkelten Flipper hast du natürlich die Möglichkeit, auch vorzugreifen. Für detaillierte Arbeiten. Überhaupt kein Problem. Das Mikata hat eine wunderbar griffige und offenporige Struktur, das beugt vor Rutschen wunderbar vor. Kleinigkeiten. Fangen wir kurz mal mit dem Lieferumfang an, bevor ich das vergesse. Zu dir nach Hause kommt es mit einer schönen Zip-Pouch. Die ist nicht weltbewegend, aber immer gern gesehen. Aber im Inneren verbirgt sich noch ein kleines, ich sag mal, Feature, was ich wirklich großartig finde. Und zwar dieses kleine Tool hier. Das ist einerseits dafür gedacht, den Glasbrecher abzuschrauben und somit den Clip abzumontieren. Aber es hat auch die andere Seite und die ist tatsächlich für die Daumenpins. Das finde ich wirklich wunderbar. Denn wenn wir ein Messer schleifen und dann Daumenpin dran haben, kann das öfter mal wirklich stören. Das ist so eine Sache, das würde ich gern öfter sehen, dass die Hersteller so ein kleines Tool mitliefern, um die Daumenpins zu entfernen. Gut, aber wie sieht es denn mit dem Messer selber aus und Kleinigkeiten? Laser Markings sind recht dezent und das gefällt mir gut. Auf dem Backspacer im Inneren ist nochmal vermerkt, welcher Hersteller aus dem MKM-Kollektiv hier das Messer hergestellt hat. In dem Fall natürlich Mikita. Das finde ich sehr schön. Auf dem Klingenrücken finden wir ein kleines bisschen Jimping, das ist optimal platziert, hat die für mich optimale Griffigkeit, ist nicht zu aggressiv, aber auch nicht zu weich. Wir haben italienisch typisch die gerundeten Kanten, an jeder Stelle, wo man sich's vorstellen kann, ist hier schön übergerundet worden, das mag ich ja bekanntlich gerne. Wo ich selber noch nicht weiß, ob ich das cool finde, ist die Edelstahleinlage in der Lockbar, und zwar ist die diesmal von außen angebracht.
Das hat natürlich den Vorteil, dass es so ein bisschen hier so einen Eyecatcher gibt und man da keine Schraube direkt sieht. Andernfalls haben wir da einen Eyecatcher, der aus dem schönen gleichmäßigen Titan so ein bisschen hervorsticht. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin mir noch nicht schlüssig, aber ich glaube, ich finde das gar nicht mal schlecht. Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, dass wir hier einen versteckten Stopp-Pin haben. Das finde ich schön. Das ist ein Element, was so ein bisschen das Messer im Allgemeinen ein bisschen sauberer darstellt. So ein bisschen cleaner, oder wie sagt man. Zum Glasbrecher, Meinungsverstärker kann ich nicht viel sagen. Ich habe zum Glück noch nie einen solchen benutzen müssen. Aber es ist cool, dass er da ist. Ne? Wenn man es braucht. Gut, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ab zum Fazit. So, Fazit, da sind wir schon vorbei. Ich weiß, es geht so schnell, ne? Geldbeutel. Wir fangen beim Geldbeutel an, wie immer. Rund 220 Euro. Bei der Maxi, bei der Knife Lounge im Shop. Findest das. Und auch die anderen Versionen. Wir haben da noch grünes Mikata, Kohlefaser, Titan analysiert. Ist für jeden was dabei, ne? Selbstverständlich, der Preis ist nicht klein, das wissen wir. Aber ich finde, er ist angemessen. Wir haben die Fertigung in Italien. Wir haben wirklich namhaften Designer, der auch wirklich was von seinem Fach versteht. Wir haben super Materialien. M390, schönes Mikata, schönes Titan, schöne Frack-Fräsung. Sind wir mal ehrlich. Ja, es ist nicht wenig Geld, aber man kriegt dafür, was man kriegen will. Ein schönes Messer mit schönen Sachen, guter Verarbeitung. Und genau das wollen wir doch, oder? Ich denke auch. Ich kann mit meiner kurzen Zeit mit dem Messer eigentlich nur sagen, dass ich es leider vermissen werde. Es ist mir schon ans Herz gewachsen, ne? Ich finde es schön. Ich mag Frack-Pattern, bin ich ein ganz großer Fan von. Ich finde es schön, dass es hier nicht gerade ist, sondern schrägwärts. Finde ich auch sehr schön. Das ist ein super Arbeitsmesser. Ich glaube, das ist auch so der Einsatzbereich, wo ich das Ding eingliedern würde. EDC, klar, funktioniert auch. Es ist nicht zu groß. Es ist immer noch schneidfreudig genug, dass es für den Alltag funktioniert. Aber man merkt halt schon, dass es deutlich robuster ist. Ich habe die Swatch vergessen anzusprechen. Die Swatch ist genial. Die ist wunderbar. Die ist sehr, sehr schön dünn. Das heißt, penetrierende Sticharbeiten sind auch kein Problem. Es bietet sich an, das Ding für die Arbeit zu benutzen. Für härtere Angehensweisen, ne, wo man ein bisschen mehr Fleisch hinterm Messer braucht, ein bisschen fester greifen muss. Ne? Das bietet sich da auf jeden Fall an. Da, ja, wie gesagt, ich werde es vermissen. Ich habe es echt irgendwie lieb gewonnen. Und ja, ich mag es halt und ich glaube, das könnte irgendwann vielleicht mal in meiner Sammlung landen. Ob es jetzt in der Mikata-Version ist oder Titan-Version, bin ich mir noch selber unschlüssig. Aber ich glaube, das wird wohl doch echt nochmal den Weg in meine Sammlung finden. Auch wenn ich mit dem Flipper nicht ganz warm geworden bin. Dafür sind die Daumenpins super, die gesamte Konstruktion ist vernünftig. Was soll ich noch sagen? Ich mag's. Gut, an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Maxi und an die Knife Lounge, die mir hier mitmachen lassen haben dürfen. Ich darf hier mitmachen. Ich krieg's hier zugeschickt, das schöne Stück. Ich darf's befummeln, vorstellen, zeigen. Ich finde das toll. Ich freue mich wirklich. Ich bin happy. Ich finde das toll. Ich darf auch mal sowas mitmachen. Danke dafür. Das gute Stück wandert jetzt postwendend zurück zur Maxi. Und mal gucken, welcher von den Kollegen das als nächstes auf dem Tisch hat. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was derjenige dazu sagt. Richtig. Ich würde sagen, wir haben alles, oder? Ist das schon lang genug? Ich weiß es nicht. Ich habe auch meine Armbanduhr vergessen. Es ist alles wild. Was sagt die Zeit? Egal. Wir beide. Wir sehen uns im nächsten Video. Hauste. Ich werde dich vermissen, Maximo.